Ja, servus liebe Judo-Freunde. Heute mal kein typisches Maschinenvideo von mir. Ja, blöden Mückler. Sondern mal bei den Tieren. Ich bin heute mal hinten bei meine Ziegenpferdeesel. Irgendwie gearteten Ferkelchen. Was ist die Woche ein wenig passiert bei mir? Ja, wie man sieht, ich habe den Zaun endlich mal versetzt. Quasi das Stück da hinten, die Winterweide, da habe ich sie jetzt runter. Winterweide konnte man es gar nicht mehr nennen, das war einfach nur noch zusammengetrampelt, das ist frisch angesät, da bin ich, der Kramer hat ja eh die Ecke dran gehabt, da mal mit der Ecke drüber. Und ja, da ist frischer Weidesamen reingekommen, schauen wir mal, dass das was wird. Ja, ich habe den Zaun jetzt hier raufgesetzt, dass wir einfach mal gleich ein wenig frisches Gras haben zum Angewöhnen, zum Anfressen. Ja, die Kuppel kann man im Endeffekt auch schon wieder fast versetzen. Die Hanna habe ich einmal gründlich gewaschen. Fällt schon wieder fast nicht mehr auf. Das alte Schmutzelchen. Die verliert nämlich Haare wie Sau und die hat ja immer die Angewohnheit, sich in den Dreck reinzulegen. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann könnten wir sie ja mal waschen. Hat ja auch einmal ganz gut getan, glaube ich. Ja, ja, ich weiß. Da geht immer noch genug Winterpelz raus. Der Jockel ist wieder anlehnungsbedürftig. Der Stinker. Der Micky eher weniger. Du bist aufdringlich. Emma? Ja, heute Abend wird es Zeit, dass man den Gandhi einmal gründlich putzt. Der verliert auch seinen Winterpelz. Das schaut aus wie Sau. Der ist zwar soweit sauber, aber der verliert halt seine ganzen Haare. Gandhi? Nein, ich mag jetzt nicht, ich habe keine Lust. Ja, so schaut das Pferd auf alle Fälle wieder deutlich besser aus als vorher. Ah, ohne Emma. Verliert langsam aber sicher ihren Winterpelz gar. Die braucht da meistens ein bisschen länger. Da, sag hallo. Hanna ist ein Uriger. Österreichisches Kaltblut, ist am 30. März 2 Jahre geworden. Hat manchmal ein wenig einen Sturkopf. Aktueller Gewicht von ca. 650 Kilo. Und eigentlich eine ganz Liebe, bloß manchmal der poppt es ein wenig oder immer. Micky, du bist vorwitzig. Aber Olanger lässt dich ja immer nicht, ne? Der Schöne. Die legt sich halt dummerweise immer in jedes Dreckloch rein. Ja, soviel mal zum aktuellen Stand bei den Pferden. Der reicht nicht viel Stadehunden rum. Hey! Was pupfst du mich? Ich hab nichts. Großmaul. Können wir ja mal runter zu den Enten und zu der, oder besser gesagt zu der Ente und zu den Gänse noch gucken. Machen wir heute einfach mal einen Tierrundgang. Ich habe heute leider nicht so viele Videos zur Verfügung. Oder nicht die Zeit dazu gehabt, jetzt was zu machen. Ja, also das war vorher die Koppel. Ich habe die, wie gesagt, einmal mit der Ecke aufgerissen. Ich habe die Schleppe quasi, die Zähne nach unten gedreht, die Zinken. Und habe mit der mal den ganzen Boden hier aufgerissen. Vorher natürlich ein wenig gestreut. Handgesät quasi. Mein Rasensamen rausgeschmissen. Ja. Und so sieht das Ganze aus. Ich denke, das kann man lassen. Hier drüben, da hat der Vater gestern das Laub zusammen gemacht, das ist ein paar Mal mit dem Radlader drüber, aber das ist auch nicht schlimm. Passiert deswegen auch nichts. Ja, wie man im Hintergrund hört, jetzt sind wir unten bei den Gänse. Da schwimmen sie. Der Gunnar kommt voran, die Agger hinterher und auf dem Weiher schwimmen noch die Daunenfallen. So heißen die. Acker und Gunnar sind ein Bärler.
denn? Was denn? Acker? Guna? Wink, 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 wink. Ich schau, ob es da bis hier kommt. Ja, ja, fauch halt wieder. Ich weiß nicht, ob du das Frauchen und mich nicht, ne? Ich bringe eigentlich wohl das Futter, aber mich mag's nicht. Naja. Eingebildeter Schnösel. Seine Mutter kommt daher, mich faucht er bloß an. Dann fahr doch mal ab. Was denn? Na was? Na was? Schau dich her. Alte Schüsse. Ein bisschen lassen, oder? Komm, Gunnar. Hier, ja, gut, der halt. Auch mal so gut. Kleinkopf. Riley? Ich glaube, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Ich würde da nicht nachgehen. Ja? Der Kinder kann schon zwicken, wenn er möchte. Riley? Riley? Der verteidigt zwei Weibler. Dem geht sogar mal großer Bernhardiner aus dem Weg. Der muss das auch nicht haben, sich mit dem anzulegen. Der Hund ist denn doch eher etwas zurückhaltend gegenüber dem. Tja, Monster. Ja, jetzt kommende Woche, was wird da denn passieren? Ich habe ja jetzt die ABE beantragt für mein Zweiachse. Ich bin mal gespannt, ob ich die jetzt dann demnächst kriege. Das steht ja hier. Mal gucken, was rauskommt. Am Dienstag jetzt muss ich mit dem Zweiachse und mit dem Kramer Manöver auf Unterzettlitz. Da war ich ja schon mal, da habe ich ja schon mal Heu geholt. Da muss ich wieder eine Ladung Heu holen. Oder die restliche Ladung Heu. Und da nehme ich euch auf alle Fälle mit. Also da kommt dann wieder ein Fahr- bzw. Maschinenvideo. Jetzt, wie gesagt, aktuell halt nicht. Wollte ich einfach mal in der ZDP. Bei den Hühnern gibt es auch was Neues. Ich habe ja mit meinen Hühnern ein bisschen ein Problem. Die gehen ja immer spazieren. Ich habe zwar eigentlich nichts dagegen, bloß zwangen sie an, die laufen unten her auf dem Weg. Und es gibt da wohl so, ich nenne es mal radikale Autofahrer, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Und bevor mir meine Hühner dann zusammengefahren werden, habe ich gesagt, jetzt kommt der andere Zaun noch. Ich habe nämlich einmal meine Wildkamera über Nacht aufgehängt. Unten an der kleinen Eiche da. Und ich habe einen nächtlichen Besucher. Da kommt immer ein Fuchs. Und jetzt weiß ich auch, woher die Löcher in meinem Zaun kommen. Ich habe da so einen einfachen Geflügelelektrozaun ohne Strom drauf. Ja, und dadurch lässt sich natürlich der Fuchs nicht stören. Ja, macht natürlich einige Löcher rein. Und das Ende vom Lied ist, da unten läuft schon wieder Braune draußen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Hühner noch in der Hecke unterwegs sind. Dafür habe ich mir jetzt Abhilfe beschafft. Und die steht hier. Ich habe mir gekauft eine 50 Meter Rolle Geflügelzaun bzw. Wildschutzzaun. Unten feinmaschig, 15x5 cm Maschen drin. Nach oben hin waren sie größer, ich glaube das sind dann 10x10 cm und ja, 15x15 cm oder sowas. Der soll dann da unten hin. Ich muss aber schauen, ob ich mit die 50 Meter hinkomme. Größer muss es eigentlich gar nicht sein, das reicht.
Und dann schauen wir mal, ob die alten Biester immer noch spazieren gehen. Die, wo drüber fliegen, ja gut, die machen sowieso, die kommen dann auch wieder. Aber die, wo jetzt alle draußen sind, die finden teilweise den Weg nicht mehr zurück. Dann kannst du jeden Abend einfangen. Und das ist den ganzen Sinn und Zweck. Ja, da, die braune. Schon wieder spazieren. Die haben heute ihr Futter schon gekriegt. Kräuter, Weintrauben. Und ein paar so Sprossen waren das mal dabei. Die haben sich gefreut. Ja, bitte. Was ist? Ja, bei der Gelegenheit, wenn der Zaun natürlich dann hier wegkommt, der alte. Also, das ist ja wie gesagt bloß so ein alter Schreihals. Das ist ja eigentlich bloß so ein Geflügelnetz hier. Das macht ja keinen großen Widerstand und wie gesagt, das hat einige Löcher. Sieht man ja überall so wegen Bindfaden und so Pressenfaden dazwischen gebunden. Ja, da unten haben wir zum Beispiel wieder eine große Lücke. Ja, und wenn der wegkommt, der soll dann das Format in etwa wieder wie hier haben. Bloß der eine mittlere Zahnpfosten da hinten, der soll weg. Der soll quasi dann gerade rüber, weil ich habe hinten wie so ein Dreieck drin im Hühnergehege. Und das Dreieck möchte ich dann nicht mehr haben. Das soll dann nochmal weg. Ja, da unten sind schon wieder Löcher drin. Das ist alles ziemlich defekt und kaputt. Ja, also dieses Dreieck da, das soll dann weg. Was man jetzt hier sieht. Rausschneiden. Den ganzen alten Zaun weg. Der Pfahl kommt dann raus. Den brauche ich eventuell dann vorne mal, weil da will ich eine Tüle noch einbauen. Weil irgendwo muss man ja rein und raus, um sie zu füttern. Der neue Zaun ist 1,60 Meter hoch. Ich meine, schlussendlich waren 1,40 Meter bleiben, weil 20 cm soll er in die Erde eingegraben werden. Der alte da, der war ja nicht eingegraben, der lag ja bloß oben drauf. Der neue soll dann eingegraben werden. Und ein wenig so nach außen, dass wenn quasi von außen ein Fuchs oder was kommt und wühlt, nicht gleich durch kann. Ja, und wenn der Zaun weg ist, dann müssen wir mal schauen, hier in der Hecke, da stehen noch einige Bäume, die leider Gottes auch nicht mehr das Neueste sind oder das Beste sind. Und die Hecke selber wird zurückgestutzt. Gehört auf jeden Fall auch gemacht. Und dann wird man sehen, was rauskommt. Dann wird da unten eine ca. 1 Meter breite Schneise gemacht, wo man dann immer bequem durchlaufen kann, wenn es mal ist. Und die soll dann immer freigehalten werden. Und hier vorne, also nach Möglichkeit an der Stelle, will ich ein Türchen hinten haben, das ich aufmachen kann, dass ich rein kann zum Füttern und Eier holen. Und hier vorne muss ich mal gucken, den Bereich, da will ich ein Tor haben. Weil wie man sieht, ich habe hier eine Abbruchkante. Das muss ich jedes Jahr machen, die Hühner, die wühlen halt relativ viel und jetzt war es sehr nass. Unten hat sich ein ganzer Haufen angesammelt und hier oben hat man so richtige Kante drin am Zaun. Da fehlt das Material. Wenn der Zaun weg ist, dann muss das mit dem Radlader raufgezogen werden und anschließend komme ich mit der Fräse dann mit dem Kramer rein und fräse den Boden an und mit ein wenig Sauma um. So, und wie versprochen, jetzt machen wir noch einen kurzen Überflug mit der Drohne über unsere Felder. Die Sonnenblumen sind ja reingesät und wir fliegen einmal runter zu der Wiese. Und dann sieht man einfach mal, wie es jetzt im Frühling alles ausschaut. Ja, was für eine Drohne verwende ich, bin ich schon einige Male jetzt gefragt worden. Ich habe eine DJI Phantom 3 Advanced. Habe für die Drohne mittlerweile 5 Akkus. Und ich bin eigentlich top zufrieden damit. Die hat zwar bloß die 2,7K Kamera drauf durch das Update, aber für meinen Zweck reicht sie vollkommen. Fliegen durch die Drohne mit einem Samsung Galaxy Tab 6A mit 10,1 Zoll Display. Ja, warum so groß? Ich wollte einfach ein gescheites Bild haben. Das ist das Tablet.
Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei folgenden Bildern. Wir sehen uns dann am Schluss nochmal kurz.
ich hoffe, der kleine Rundflug hat Spaß gemacht. Man hat jetzt halt immer das Feld gesehen. Ist momentan noch relativ braun, jetzt könnte es ein wenig Regen gebrauchen. Und meine Wiese unten, die ich abgeschleppt habe. Die Wiese drinnen, wo ich habe, die kann ich leider nicht filmen, da habe ich Flugverbot. Da darf ich nicht. Das ist Gewerbegebiet und nebendran das Bahngleis ist das Fliegen verboten und die andere Wiese unten am Bahndamm kann ich leider auch nicht. Erstens einmal bewirtschafte ich die selber jetzt im Moment noch nicht. Und das zweite ist, ja, Bundesstraße, Bahndamm, geht auch wieder nicht. Aber die Wiese da und das Grundstück konnte ich euch einmal zeigen. Von oben sieht man schon, wie gesagt, also jetzt braucht es ein wenig Regen. Überall, wo es braun ist, ist jetzt Grashalm hingekommen. Bei den Hühnern unten natürlich auch alles ziemlich braun. Aber das wird wieder grün, war die letzten Jahre auch so. Ja, ich hoffe, der kleine Rundflug hat euch gefallen. Da steht sie wieder. Ich habe noch nicht einmal Insekten erwischt. Wahnsinn, funktioniert auch. Ja, na gut. Und in diesem Sinne, heute halt einmal ein maschinenloses Video. Beim nächsten Mal hoffe ich, kann ich die Drohne einsetzen, um die Maschinen von oben zu filmen. Wird man sehen. Irgendwann jedenfalls, spätestens beim Mähen habe ich es vor, will ich es einmal filmen. Und ja, in diesem Sinne sage ich jetzt Servus bis zum nächsten Mal und freut euch aufs nächste Video. Dann kommt der Kramer mit dem Zweiachser in Gang. PS, rückwärts fahren beherrsche ich noch nicht 100%. Ich fahre normalerweise nur Einachser.